Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht es um das Asen Beauty Clean Skin Set. Das ist meine neue Pflegeserie gegen Pickel und Mitesser. Das ist die Verpackung. Da steht auch Schritt für Schritt Anleitung drauf. Und das sind die Produkte. Die gehen wir jetzt durch. Also das erste hier. Da steht immer die Nummer drauf oben. Hier. Das ist das dritte. Das ist die 24-Stunden-Effekt-Creme. Also die Tagescreme und Nachtcreme von Asen Beauty. Das ist die dritte Anwendung. Das müsste die vierte sein. Ich mache es jetzt nicht nach der Reihe. Das ist die vierte. Sieht man hier. Das ist die Maske. Reinigungsmaske. Die soll man so ein bis zweimal in der Woche anwenden. Aber nur eine dünne Schicht. Dann kommen wir hier zu Nummer 1. Das ist das Reinigungsgel. Reinigungsgel Nummer 1. Das soll man bei jedem Gesicht waschen, auftragen. Es wird auch etwas schaumen, glaube ich. Und das ist die Nummer 2. Das ist das Reinigungstonic. Das hört sich auch flüssig an. Ist aber ziemlich voll. Reinigungstonic. Und in den Flaschen sind so 200 Milliliter. Steht die da. Und in den Tuben inzwischen 100 Milliliter von der Reinigungsmaske und etwas kleiner ist die Tages- und Nachtcreme. Das sind aber auch 100 Milliliter. Ich habe mir noch dazu gekauft die Buttercreme. Die Buttercreme, weil die auch mattierend wirkt und als Tagescreme-Ersatz nutzen kann. Ist zwar nicht pickelreinigend, aber auch gut für die Haut und mattierend bei öliger Haut. Buttercreme. Ich werde das Video demnächst hochladen und ich habe auch schon ein Video abgedreht zu Polarstores Reinigung und werde es demnächst hochladen und dann werdet ihr auch Ergebnisse von meiner Haut sehen. Die ist noch immer nicht richtig glatt, aber pickelfrei halt, also halbwegs pickelfrei. Und die Asen Beauty Reinigung habe ich noch nicht verwendet. Also habe ich da noch keine Ergebnisse, aber von der Polarstores Reinigung habe ich die Ergebnisse. Und da werde ich euch Bilder einblenden, wie meine Haut vorher ausgeschaut hat und wie sie jetzt aussieht. Deutlich weniger rot. Und weniger Pickel. Aber halt nicht wirklich glatt, so wie es Polarstores verspricht.
Und was ich mir von dieser Serie erwarte, kann ich noch nicht genau sagen. Noch weniger Pickel und vielleicht etwas mehr Glätte. Aber das steht nicht genau in der Beschreibung, sondern halt weniger Pickel und Mitesser und ein gepflegtes Hautbild. Nicht zu ölig, nicht zu mischhautmäßig. Aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Naja, danke fürs Reinschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines. Hallo, das ist mein Video und meine Produktvorstellung von Bollard Choice. Den Clean Reinigungsmitteln fürs Gesicht gegen Pickel und Akne. Das ist einmal, das besteht aus vier Komponenten. Eine Komponente habe ich schon leer gemacht, weil sie kleiner war als die andere. Und eine Komponente steht im Bad. Die habe ich jetzt nicht extra geholt. Aber die zwei Sachen habe ich da. Da steht Clear drauf. Polar's Choice. Das ist die Tagescreme. Mit, also es ist ein Tagesfluid. Feuchtigkeit spendend. 30% oder 30 plus Lichtschutzfaktor. Das ist die Tagescreme. Und das, die wichtigste Komponente habe ich hier. Da steht auch Clear drauf. Und Polar's Choice Extra Strong. Das ist das BH Age Liquid Peeling mit 2% Salicylsäure fürs Gesicht gegen Pickel extra strong. Die vier Sachen, also ich habe dann noch eine Nachtcreme, die ist schon leer. Die ist auch feuchtigkeit spendend und sieht so ähnlich aus wie das hier. Und ein Reinigungsgel, das steht im Bad. Das ist eine ähnliche Flasche wie die hier. Nur etwas kleiner. Das Reinigungsgel schäumt beim Auftragen und reinigt die Poren. Und ich trage es immer mit einer Reinigungsbürste auf, die sich so dreht. Das geht dann noch tiefer in die Poren und reinigt die Haut richtig schön. Und wenn ich dann dieses Liquid Peeling auftrage, ist die Haut ganz glatt und weich. Und die Nachtcreme, die habe ich schon leer gemacht. Die ist wie gesagt wie in dieser Verpackung. Und die ist aber kleiner. Deswegen habe ich sie schon leer gemacht. Und ist auch feuchtigkeitsspendend. Und hat aber keinen Lichtschutzfaktor, wenn man den in der Nacht nicht braucht. Nur meine Haut hat sich nach der Feuchtigkeitscreme am Abend immer in der Früh recht fettig angefühlt. Das ist mir immer aufgefallen, dass sie die Öle von der Haut richtig freigesetzt hat. Ich weiß nicht, ob das so richtig gut ist. Ich meine, die Haut muss entfetten. Und man geht ja dann wieder mit dem 2% Liquid drüber. Und damit nimmt man das Öl wieder von der Haut und cremt sich danach wieder ein. Aber für mich war das nicht angenehm, dass die Haut so ölig war am nächsten Tag. Und wenn ich dann mal keine Zeit hatte, meine Reinigung
anzuwenden, war der Ort halt den ganzen Tag ölig. Auch wenn ich mich mit einem Abschminktuch oder mit Wasser gereinigt habe, hat die Haut den ganzen Tag nachgeölt, nachgefettet. Und das war nicht so angenehm. Und im Moment, ich zeige euch mich mal kurz. Jetzt bin ich am Sommer angekommen. So. Also ich habe jetzt nicht mehr so rote Haut. Gott sei Dank, das steht auch auf der Flasche, dass das gegen Redness hilft, gegen rote Flecken. Und ich habe schon noch teilweise Pickel. Und was ich noch immer sehr stark habe, gegen was dieses pH Liquid Peeling helfen soll, ist Hautunebenheit. Es ist zwar besser, wenn ich das kurz nach dem Auftragen ist es besser, aber dann wird es über den Tag wieder schlechter. Und am Abend sieht man davon gar nichts mehr. Also da ist die Haut wieder genauso uneben und mit Pickelnarben voll wie vorher. Und das ist nicht gut. Also ich habe jetzt in eine Pflegeserie von Asam Beauty investiert, weil die günstiger ist, weil das Viererset kostet bei Paula's Choice 95 Euro und hält so gut ein halbes Jahr, wenn man es täglich anwendet. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht weniger. Ich habe es nicht täglich angewendet, aber eine Zeit lang schon sehr regelmäßig. Und die Abendscreme ist halt schon lange leer. Und wenn man es täglich anwendet, ist die Abendscreme in 2 Monaten leer. Und von der Tagescreme braucht man ja viel weniger. Die hält länger. Aber da die Packungsgrößen so unterschiedlich ist, also unterschiedlich sind, gehen die Produkte unterschiedlichen Zeitraum leer. Und meine Erfahrung ist einfach, dass diese Mittel nicht das halten, was sie versprechen. Meine Rötungen sind weg, das stimmt schon, und meine Pickel sind auch besser. Was man hier so sieht, ich habe hier nur eine Wunde vom Kletzeln, also vom Kratzen. Aber die Haut ist abmattierter und heller und nicht so gerötet. Aber die Pickelnarben kommen halt genauso nach vorne, wie sie jetzt versteckt sind. Und wenn ich näher ranzoome, sieht man die Pickelnarben jetzt schon. Und die offenen Poren. Und ich finde, eine gute Creme sollte Poren verfeinern wirken und Rötungen nehmen und diese Pickelnarben reduzieren. Ich meine, ich habe auch akute Pickelnarben, die sehr tief gehen und richtige Furchen im Gesicht hinterlassen. Aber teilweise sollten sie halt doch gemildert werden. Und deswegen bin ich von dem Mittel nicht so überzeugt. Das von einem Asam muss ich erst testen. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Das steht da hinten. Der Würfel. Aber das mache ich erst auf, wenn ich das Paula's Choice, die Mittel verbraucht habe. Und ich habe mir zu den Amazon Produkten, wo halt noch ein Serum dabei ist, wenn man das große bestellt, eine Watercreme bestellt,
Das ist diese hier. Moment. Das ist. Das ist diese hier. Watercream. Steht auch groß drauf. In extra Größe, weil sie günstiger war. Und die kann ich halt zwischendurch immer wieder auftragen, um die Haut zu mattieren. Weil die ist auch gegen fettige Haut. Normalerweise ist es reichhaltige Creme. Also mit viel Feuchtigkeit nicht so geeignet für fettige Haut, aber die mattiert ab und die kann ich mehrmals am Tag auftragen zu den anderen Cremes dazu. Und die muss ich halt erst austesten. Die habe ich erst bekommen und sind noch alle zu. Das ist halt meine Erfahrung zu Polish Choice. Und ich finde, für 95 Euro oder was ich jetzt gesagt habe, 90 Euro ungefähr, 90 bis 100 Euro, macht sie zu wenig Wirkung. Also die Mittel machen zu wenig Wirkung. Weil ich denke mir, wenn ich 90 bis 100 Euro für was ausgib, möchte ich halt wirklich Ergebnisse sehen. Und nicht nur leichte Veränderungen. Aber das ist meine Meinung dazu. Wann ich das Video hochlade, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte vorher noch die Asam Beauty Produkte testen. Das ist mal die erste Aufnahme. Heute ist der 22.01.2021. Bis zum nächsten Mal, ciao, eure Ines.